Jawoll, Alter! Nein, nein, ich hab ihn auch verpasst! Ja! Oh Mann, das ist unlächerlich! Ah, wie krass war das denn? Du hast schon aufgehört zu zocken. Ich hab auch gedacht, der ist schon... Der war doch schon am Boden. Nee, never give up! Wir hatten es auch nicht anders erwartet. Die Emotionen sind während der ersten Runde des Royal Beef hochgekocht und fast durchgehend auf dem Siedepunkt verharrt. Aber mal ehrlich, ohne Feuer in der Hose lässt sich auch kein Fleisch braten, oder Simon? Vielleicht diesmal kein Schnittagro. Im ersten von insgesamt 9 Titeln, in denen sich unsere 4 Karpaiken in den kommenden Wochen messen werden, war Windjammers angesagt. So richtig gespielt hatte den Arcade-Klassiker bis dato eigentlich nur Simon. Jedenfalls nach eigener Aussage. Oh Gott, ich will nicht gegen den Nils. Ja, ich hab's doch nicht gespielt, Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Akademiker. Heute wieder mit unserem Special Starcast Ron Gilbert. So, okay, we are playing Windjammers. Windjammers? Letzten Endes hat sich all die Erfahrung im Spiel als nichtig erwiesen, denn nach 9 spannenden Matches hat die erste Disziplin ein überraschendes Ende gefunden. Alles wird anders dieses Mal! Bitter schmeckt die Niederlage. Oh, des letzten Beefs. Doch man muss auch so einen bitteren Trank runterschlucken in einem und dann einfach geht's wieder los. Und ich bin ja bekannt dafür, dass ich kann mich komplett abschotten von dem, was war. Und meine Kollegen haben es da viel schwerer. Die haben ja gerade eben ein schweres Beef hinter sich. Ich war da ein bisschen außen vor. Sollen wir nochmal ganz schnell die Punkte durchgehen? Nein. Ja, gerne. Nein. Ja, dann gehen wir kurz die Punkte durch. Falls ihr es eingeblendet seht, vielleicht seht ihr es auch hier als Bild. Führend ist völlig. Wir haben das nicht umgedreht. Es ist nicht Gegenteiltag. Etienne Gardé führt. Ich kann es immer noch Leute, nicht glauben. Mir fällt ein, ich muss gehen. Ich kann gar nicht mehr weitermachen. Oh, das war's, ja. Ich muss weg. Ja, dann beenden wir das gut halt dann hier. Aber also willst du dich denn hier hinsetzen, solange ja, du weggehst? Das wäre ja sinnvoll. Ich bin ja momentan für. Wie möchtest du dein Steak? Medium, rare? Medium, rare. Du musst erstmal jeder nur ein Steak. Also du musst das erstmal kriegen. Ja, es wird, glaube ich, noch sehr spannend. Das ist ja noch gar nichts. Also das erste Match bedeutet ja eigentlich gar nichts. Wie der erste Aufschlag im Tennis aufwärmen, oder so. Ja. Das Aufwärmen. Da habe ich mir den Skillmuskel kurz gezerrt, aber ich habe mir massieren lassen von unseren 12 brasilianischen Masseusen. Sag doch mal bitte, was jetzt kommt oder mach den Vorhang, sodass wir uns freuen können oder hassen können. Ich bin sehr gespannt. Oh nein! Oh nein! Oh nein. Oh nee! War so klar, dass ein Quiz kommt. Ich wusste es. Allgemein Wissen? What? Hallo und willkommen, liebe Zuschauer in ganz Deutschland. Heißen Sie gemeinsam mit mir unseren Moderator willkommen. Hier ist Buzz! Hallo und willkommen! Ich bin Buzz! So früh im Wettbewerb und schon die mitgrößte Herausforderung. Bei Buzz ist nicht nur Reaktionsschnelligkeit gefragt, sondern auch ein guter Batzen mentaler Stärke. Als Quiz-Alternative zu You Don't Know Jack, welches in der deutschen Version leider nur maximal 3 Spieler gleichzeitig zulässt, können die Jungs hier mal zeigen, wer seinen Hirnmuskel am besten trainiert hat. Wo ist denn der denn nicht? Ey! Ich backe irgendwie. Willst du den haben? Nee, nehm ich Napoleon, kein Problem. Oh, den drückst du einfach schon, ey! Cool! Damit stehen die Teilnehmer fest. Admiral Nils tritt gegen Funky Eddie, Pantomime Man Booty und Selvis Crutchley an. Scheiß Elvis, sieht wirklich aus wie Simon. Für ein bisschen Cash und eine gute Set. Das ist geliehen. Jetzt noch die Buzzer-Sounds bitte. Das ist bestimmt, wenn die das in der Familie spielen, immer der größte Lacher, ne? Ja, ja. Haha! Hirnzellen aktiviert! Drücken Sie zum Antworten einfach die farbigen Tasten, denn jetzt spielen wir Punktesammler! Oh, sehr unsympathisch. Was ist Punktesammler? Das ist relativ selbsterklärend, Budi.
Hör einfach dem Spiel zu. Wenn Sie die Antwort wissen, drücken Sie die entsprechende farbige Taste. In welchem Jahr gab die Schwimmerin Hanna Stockbauer ihren Rücktritt bekannt? Wer ist Hanna Stockbauer? Keine Ahnung. Das ist doch kein Mensch, ey. Das richtige Pferd gesetzt. Ich. Tatsächlich. Super. Und die anderen? Gerade noch beschwert, ey. Das war geraten. Oh, ja. Jeder hat geraten. Natürlich, offensichtlich. Keiner kennt sich. Ich habe gewusst, dass es nicht das ist, was ich. Wie lang ist die kürzeste olympische Sprintdisziplin? 1000 Meter. Oh nein, falsch. Was? Okay, ich hätte jetzt gedacht 50. Ja, warum hast du es denn nicht gedrückt? Ja, weil ich es zu spät gesehen habe. Aber wir ziehen im Gedanken einfach. Es geht nicht nach Geschwindigkeit gerade, ne? Du musst nicht dich beeilen. Welches Lied der deutschen Rockband Rammstein sollte ursprünglich eine Boxerhymne werden? Das ist doch keine Sportfrage. Naja, kann man jetzt echt nur raten, oder? Wann war das? 2004? Oh. Ich wusste nicht, wann das die Zungen haben. Sonne! 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 Mit welchem Abschluss beendete Oliver Bierhoff sein Studium an der Fernuniversität Hagen? Gute Sportfrage. Rate, 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 raterei. Wahrscheinlich ist es Magister. Fast, Budi! Yeah. Diplomkaufmann war's. Was war's denn? Diplomkaufmann. Wie heißt der ehemalige nordische Kombinierer und Bruder des Skispringers Martin Schmidt? Das weiß ich auch alles nicht. Oh, ey. Wollen wir nicht einfach würfeln, wer gewinnt? Das ist irgendwie sinnvoller. Eins ist sicher. Irgendjemand liegt garantiert... Das ist alles nur geraten, das ist doch kein Sportmann, das ist doch nur Scheiße hier. Das kennt, weiß man. Das Thorsten Schmidt. Thorsten, der berühmte Bruder von Martin Schmidt ist Thorsten Schmidt. Es ist doch Schwachsinn. Wenn ihr das nicht wisst, dann kennt ihr euch wohl nicht aus. Wer war noch nie Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft? Na super, eine Frage für Nils, Ede und Budi. Wir alle wissen, dass es Netzer ist. Da meint er so einen passenden Namen eigentlich. Ich liebe gar nichts. Und nehmen Sie schon. Wie lange spielen wir das denn eigentlich? Ein Jahr. Ewig. Ich möchte es eigentlich. Ein Jahr. Können wir nicht jetzt einfach sagen, komm, das ist der Endstand? Ja, natürlich machen wir das. Da bin ich dabei. Ja, ich glaube, 3-1. Wir sind dafür. Punktesammler. Diese Runde erklärt sich wohl von selbst. Und ich muss auch nicht groß erklären, wer vorn liegt. Funky Ede setzt sich mit dem Sportwissen an die Spitze. Respekt. Jawohl, wir haben ein Herz für Verlierer. Sie dürfen die Kategorie für die nächste Runde bestimmen. Ach so. Warum darf weil denn Nils die ganze weil Zeit Weil ich gerade verloren habe. Bitte Mode und Design. Die Zufallsfragen. Zufallsfragen? Sind doch alle Fragen sind doch Zufallsfragen. Ja, offensichtlich. Ich verstehe es Sportfragen, nicht. Jetzt wird es wieder heiß. Denn wer gleich falsch liegt, wird in die Luft gejagt. Hier kommt das Bombenspiel. Richtig antworten und Sie sind die Bombe los, okay? Wie hieß der legendäre Hofnarr von Kaiser Maximilian I.? Ach so, das ist doch ganz klar. Das war doch hier, Johann, der Wahnsinnige. Nein. Wo liegt der erste Amtssitz des Bundespräsidenten? Das weißt du. Ach so, ja, der allererste. Darf ich nicht? Fernsehturm. Oh ja. Der Fernsehturm. Ach so, nur der die Bombe hat, darf beantworten. Ja. Yes! So ist das so. Budi, Mann, das war super von dir. Das hast du richtig gut gemacht. Voll schlecht gespielt von mir. Ist das schäbig, ey. Der Nils ist der Allerschlechteste. Oh, so ein Drecksspiel. Es geht ran, Nils. Welcher dieser Greifvögel ist in Deutschland am weitesten verbreitet? Oh. Jetzt wartet er bis zur letzten Sekunde und gibt's ihn dann auf. Oh. Schwierig, hä? Wanderfalk oder Mäusebussard? Ich sag Mäusebussard. Weitergeben, weitergeben! Alter. Shit, ich bin... Welcher dieser Flüsse ist kein Nebenfluss der Elbe? Na komm. Nein, nein!
Shit. Oh, 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 oh. Welcher fiktive norddeutsche Ort entstand in den Köpfen fantasievoller NDR-Redakteure? Das ist ganz klar Lüneburg. Sehr schön. Ach, scheiße! Wann unterzeichnete? Nichts! Ja, aber nicht mal, nur mal so wieder, wie es immer läuft. Ja, ich möchte nur mal sagen, so wie es immer fucking läuft. Ja, ich meine, was ist das denn für ein Scheiß? Deutschland liegt in der... Das ist doch scheiße! Das ist eine sehr einfache Frage. Ja, geil, gibt's denn noch mal mehr? Welchen dieser Feiertage gibt es nicht in allen Bundesländern? Ach, das weiß ich. Nicht damit kuscheln! Was war in der DDR seit den 70ern an Badeseen altersunabhängig weit verbreitet? Boom! Wann erhielt Christiane Nüßlein-Vohlhardt den Nobelpreis? Ja, klar, das ist eine Frage. Nils gibt mit der letzten Bombe auch die rote Laterne an Simon ab, dessen Aggressionslevel kontinuierlich ansteigt. Vielleicht verschafft ja die nächste Kategorie Linderung. Der schnellste Finger. Das erklärt sich wohl von selbst. Schnellste Antwort, höchste Punktzahl. Einfacher geht's nicht. Ey! Victor Mongo! Nicht vergessen, schnelle Antwort gleich viele Punkte. Neben dem Puls der Zeit sollte man den Finger vor allem auf der deutschen Filmgeschichte haben. Aus welcher deutschen Kinokomödie stammt diese Szene? Ich hab schon längst gedrückt. Ey! Ach, ich hab drückt den falschen Knopf. Och Mann, ich Idiot, ich hab den Buzzer gedrückt. Ihre Arbeit, Spielmoral gefällt mir. Weiter so. Scheißkategorie. In welchem Jahr kam dieser deutsche Film in die Kinos? Woher soll ich das wissen? Was ist das für eine Au- was ist ich weiß es Film? Nicht! Das ist Männerpension, Jungs. Alles Quatsch. Nee, kein Quatsch. Hatte über 3 Millionen Besucher. Ey, wie ich 0,007 Sekunden hinter dir war. Tja, da zieht Nils wieder an Simon vorbei. So ein wogegen rast Kahit Tomro tatsächlich in Gegen die Wand? Ach komm, Leute, der Film hat Preise abgestaubt. Mehrere. Ey, Alter, ey, bist du bescheuert oder was? Weißt du überhaupt nichts über Filme? Wie wird Loriot von seiner Filmmutter in Ödipussy genannt? Okay, das ist jetzt aber leicht. Ich glaube, ich hab mich sogar verdrückt. Alter. Sind Sie schon zu müde, um noch richtig zu antworten? Scheiße, ey. Shit. In welchem Land ist dieser Schauspieler geboren? Deutschland! Kleiner Tipp, das ist Max von Sydow. Der Typ hier. You pitiful fool. My life is not for any earthling. Wusstest du das? Ich weiß nicht mal, wer das ist. Er sah schwedisch aus. Ja, toll. Das ist alles echt. Was oder wer ist der blaue Engel? Zu spät. Das ist ein Varieté. Ja, aber ich dachte, eine Tänzerin in dem Varieté. Ist egal, ich hab's trotzdem falsch. Schade, dass es falsch war. Oh, ey, ich drücke auch nicht mehr. Ist mir echt egal. An den Platzierungen hat sich nichts geändert, aber Eddie hat seine Punkte glatt verdreifacht. Ein angenehmes Polster. Ich helfe gerne denen, die nicht vom Glück gesegnet sind. Darum darf unser Verlierer die nächste Kategorie wählen. Bin ich nicht nett? Jetzt mach mal bitte Sportstars. Ja, Dankeschön, Simon. Das merke ich mir. Oh Mann, ey. Da werde ich dir nächstes Mal auch was zuschieben. Jetzt wird's klebrig. Wer zuerst antwortet, hat die Chance, die Gegner mit Torten zu bewerfen. Yeah. Hier kommt die Tortenschlacht. Sie wissen ja, nur der Schnellste darf die Torte werfen. Machen Sie sich bereit. Welcher dieser Boxer lief 2004 in Köln seinen ersten Marathon? Also, Eddie. Die Bass-Taste, damit das Fadenkreuz bei Ihrem ausgewählten Opfer anhält. In Deckung. Erwischt! Mit einer Torte verlieren sie eins ihrer beiden Leben. Also Vorsicht! Wie oft wurde Daniel Stephan in Deutschland zum Handball des Jahres gewählt?
So. Lass mich alle in Ruhe. Ja, sorry, ich muss es natürlich machen. Ne? Ja, dann mach halt, wann sie nur. Hungrig? Wie viele Weltrekorde stellte Heike Drechsler im Weitsprung auf? Warum denn? Weil du führst! Ja, aber du ziehst ihm dadurch gar keine Punkte ab. Aber er kann ja keine mehr gewinnen. Bei welchem dieser Vereine war Erich Ribbeck noch nie als Trainer tätig? Wer ist Erich Ribbeck? Oh, come on! Mensch, Simon, der war mal Nationaltrainer. Okay, für Nils sollte die Antwort kein Problem sein. Dann mach mal. Wer muss dran glauben? Übrigens, ich kann super werfen. Immer drauf! Siegen ist nicht alles. Oh, hab ich dir das? Simon, so zahlt sich das aus, Loyalität. Was? Wovon redest du? Wie heißt der erste deutsche Stabhochspringer, der die 6-Meter-Marke überspringen konnte? Ach komm, ey. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war Tim Lobinger. Simon lag falsch und das war das Ergebnis. Aufgepasst! In welcher Stadt wurde Heike Henkel Hochsprung-Olympiasiegerin? Dortmund. Und wohin jetzt mit der Torte? Ja. Ins Gesicht! Geiles Spiel, richtig gutes Spiel. Und somit überreiche ich unserem Torten-Champion 1000 Punkte, dem Zweitplatzierten 500 Punkte, dem Vorletzten noch 250 Gnadenpunkte und unser Schlusslicht geht leer aus. Das ist aber voll wenig dafür, was ich geleistet habe. Der Vorsprung Eddies schrumpft. Mal sehen, ob er die Nerven behält. Worum geht's bei der nächsten Rubrik? So, jetzt kann alles Mögliche kommen. Wer am schnellsten antwortet, darf einem anderen die Punkte stehlen. Der Punkteklau. Freunde, drücken Sie die Buzz-Taste, sobald das richtige Bild erscheint. Wer landete 2008 mit Modern Guild auf Platz 63 der deutschen Albumcharts? 2008? Platz 63? Das ist nun wirklich... Wo soll man das wissen? Wer ist das überhaupt, Nils? Beck? Ja. So, wem möchte ich... Ja, ich muss Eddie Punkte fragen. Ja, sorry, einfach, weil du Erster bist. Das ist, Alter, jetzt ja, hör doch mal auf. Ey, ist nicht persönlich, aber so muss es funktionieren. Ja, aber es ist jetzt das dritte Mal, dass ich auf mich gehe. Ist schon sehr persönlich. Ich meine schon... Oh, ey, Simon, du bist echt dafür, dass ich dich gerade verschont habe, echt gemein. Was? Wo hast du mich verschont? Ich habe dir sogar deine Kategorie geholt. Wer startete 2001 mit dem Titel Daylight in Your Eyes durch? Ich kotze. Oh, ich, das war... Langsam. Oh, war das eine 2/10 Sekunde, ey. Ja, Nils, ist ja klar, ne? Alter, du bist so gemein, ey. Das ist persönlich gewesen gerade. Nö, ich denke im Gesamtbeef. Ja, ja. Nach dem zweiten Spiel ja, im Gesamtbeef. Oh Gott, so. Ey. Wer sang 2001 Let's Get Back to Bad Boy? Das war übrigens Sarah Connor. Ah, ist das gemein. Na gut, macht mal euer Ding. Oh, Budi, du Schwanz. Ich fühle mich aber echt nicht schlecht, dass ich das nicht weiß. Wer bekam 2008 den MTV Europe Music Award als Best German Act? Tokyo Hotel. Mhm. Ich dachte, das wäre Tokyo Hotel. Was, der? Das war Fettes Brot. Eddie hat Fettes Brot erkannt, aber wem klaut er die Punkte? Erleichtert kein Mitleid. Wie? Das macht jetzt keinen Sinn, Eddie. Es macht komplett Sinn. Das stimmt, denn damit hält sich Eddie Budi vom Leibe und bleibt weiterhin an der Spitze. In der vorletzten Runde darf Simon als Dauerletzter mal wieder das Themengebiet wählen. Kunst und Unterhaltung oder Spiel und Spaß oder nee, Kino und Motorsport. Tja. Boah, du bist echt... Hier kommt riskanter Einsatz. Setzen Sie hoch, wenn Sie sich auskennen. Niedrig, wenn Sie ahnungslos sind. Oder riskieren Sie es einfach. Auf geht's! Was muss man machen? Welches Team lud Mike Rockenfeller 2001 zu einem Lehrgang für Nachwuchsfahrer ein? Keine verdammte Ahnung, Mann! Tja, das kommt davon, wenn man Motorsport wählt. Schön bunt. Schade, dass nur einer richtig liegen kann. Fuck. Sehr gut. Tja, da bekommt offensichtlich nur einer Punkt. Ey, was ist denn das für eine bescheuerte Frage? PE-Zeit, Ihre Punkte-Einsätze bitte.
Laber-Budi. Wie viele Rennen bestritt Klaus Ludwig während seiner Karriere in der DTM? Okay, entweder weiß Budi die Antwort oder er hat sich um den Sieg gebracht. Budi zittert, weil er so viel gesetzt hat. Ich habe sehr viel gesetzt. Oh. Yes, Alter! Ey, Budi, du bist so eine Glücksschule. Nee. Unfassbar. Krass, Budi führt. Nee, doch nicht. Ganz knapp. Oh, Mann. Ganz jetzt knapp. Sehen wir uns mal an. Ist alles so schlecht, echt? Oh Mann, Eddies Vorsprung ist auf 50 Punkte geschrumpft. Eine echte Zitterpartie. Die Einsätze bitte mit den farbigen Tasten. Wie oft fuhr Heinz-Harald Frenzen in der Formel 1 die schnellste Runde? 1000 Mal. 7 Mal ist glaube ich falsch. Nicht, ey. Nicht falsch. Ey, ob es jetzt 5-mal oder 6-mal sind, das ist so ein Schwachsinn, ey. Das sind noch keine, Fragen, die man weiß. Nils, reg dich doch mal bitte nicht so auf. Ja, nur weil du gerade mal verlierst. Im Tabellenkeller steigt die Abfuckquote. An der Spitze hat Budi sich die deutliche Führung gesichert. Jetzt heißt es, die Todeskategorie Motorsport möglichst schadlos zu überstehen. Wer wird von der Fachpresse auch gerne mit dem Spitznamen Eiliger Seliger benannt? So ein Schwachsinn. Das ist doch. Uwe Seeler, was weiß ich? So eine bescheuerte Scheiße da. Alter. Na endlich. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie endlich aufwachen. Halt's Maul, ey. Schmierlatz. Hat den cool, Motorsport. Yeah! Gibt's jetzt für eine richtige Frage 6000 Punkte bestimmt, sodass alles davor sowieso scheißegal war. Wer wird am Ende noch übrig sein beim großen Finale? Punkte hin oder her, Sie brauchen jetzt Zeit. Je mehr Punkte Sie haben, desto mehr Sekunden erhalten Sie. Antworten Sie immer so schnell wie möglich. Wie hieß der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland? Ein Idiot. Ich Idiot. Hast Kohl genommen, ne? Da war der Dicke mit der Birne. Was tun Menschen, die den Jump-Style ausüben? Das ist Tanzen, oder? Oh shit. Bin ich jetzt raus, oder was? Tschüssi. Tschüssi. What the fuck? Nils ist letzter? Yeah. Dieses Spiel ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Nein, ich find's immer noch scheiße. Welche Sängerin gewann 1982 mit Ein bisschen Frieden den Eurovision Song Contest? Nein, ich denk... Ey, komm mal, mach mal richtig. Ich meinte, ich das ist so, man darf ja nicht mal eine Sekunde. Naja, ist mir egal. Trotz säuerlichem Gemüt hat Simon doch noch Platz 3 und einen Punkt abgestaubt. Schnallen Sie sich an, Gentleman und Gentlewoman. Jetzt geht es für Budi und Eddie um die Wurst. Wen ersetzte Rainer Hunold an der Seite von Klaus-Theo Gärtner in Ein Fall für zwei? In welchem Bundesland befindet sich der Schwarzwald? Der Untertitel zum ersten Wilde-Kerle-Film lautete: Alles ist gut, solange du... Auf welcher Art von Boden bewegt man sich, wenn man durch die Lüneburger Heide wandert? Hören Sie die Niederlage. Verehrtes Publikum, Applaus bitte für unseren Sieger, das wahre Meisterhirn Deutschlands. Das gibt's doch nicht. Wie kannst du denn jetzt noch verlieren, Budi? Was wäre die richtige Antwort gewesen? Sand? Nee, hier, schwarz, Ding, oder? Ich habe ehrlich gesagt nicht mal... Ich dachte, irgendeine seltene Erde oder so ein Shit. Also... Ja, es ist unglaublich. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber wie? Motorsport. Ich habe nur eine Frage, wie? Hier ist Ihr Preis. Ein eigenes Baugrundstück. Direkt in Horst Köhlers Schlosspark.
Platz 63 in der Top 100 der deutschen Songs von 2003. Wie, du weißt es nicht? Warum machst du das überhaupt richtig? Weiß ich nicht! Wie kann das sein, dass du das weißt? Du weißt sowas doch nicht. Natürlich nicht. Das geraten, ich habe nicht eine Frage gewusst. Ja, ich auch nicht. Was sagst du jede? Konrad Adenauer. Ich das ist eines meiner gemacht. Lieblingsspiele. Ich finde es super. Es ist einfach, Wissen ist halt Macht. Ja, Wissen ist Macht. Ich finde, das zeigt einfach auch, wer die beste Allgemeinbildung hat, gerade in sportlichen Belangen. Aber nichts Wissen macht nichts. Nee? Ja, guter Spruch. Schau mal auf den Klospruch. Ja, ist gut. Das ist sehr gut. Also wir sind uns alle einig, Nils hat den letzten Platz gemacht. Zu Recht. Ist schon mal ganz geil. Ja, warum eigentlich? Aber es ist so krass. Wie kannst du denn, wie ist das jetzt passiert? Weil es ein Dreckspiel ist. Ja, aber wie ist das denn jetzt passiert? Du warst doch, ich war doch so schlecht. Ja, das zeigt doch nur, dass es einfach purer Dreck ist. Du hast alles gemacht, um zu verlieren und du hast es nicht geschafft. Was sagt das über das Spiel aus? Ich hätte von Anfang an versuchen sollen zu verlieren, dann wäre es vielleicht was. Es ist so ein Schwachsinn. Wirklich. Na. Männer des Geistes sind sie wahrlich nicht. Okay, Eddie vielleicht ein wenig, der damit zweimal hintereinander gewinnt. Damit liegt Eddie nach zwei Runden mit 6 Punkten vorne. Buddy folgt mit 3 Punkten, Nils hat 2 und abgeschlagen letzter ist Simon mit nur einem Zähler. Ein Joker, der für den Sieger die Punkte verdoppelt, wurde übrigens noch nicht eingesetzt. Wird es in der nächsten Runde soweit sein? Wir werden sehen. Ich mach's, mein Joker, hier ist mein Joker. Ich möchte jetzt fette Punkte einhaben. Ach scheiße, ich kenn's nicht.